Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu Tag 4. Auf jeden Fall ein neues Video. Wir sind ganz spontan rüber nach Saalbach. Das ist von unserem Hotel in Leogang eine halbe Stunde. Denn heute hat der Park nochmal spontan ein paar Strecken aufgemacht. Und ich dachte, wenn ich schon mal hier bin, mache ich nicht den zweiten Tag Leogang, sondern lasse das für nächstes Jahr mit den Jungs zusammen, um mir das genauer anzugucken, und teste heute mal noch die Lines in Saalbach, die offen sind. Wir sind jetzt bei der Kohlmaisbahn, super entspannt, viel größere Gondeln. Wir fahren jetzt hoch und dann schauen wir uns oben mal die Strecken an. Also, man muss schon sagen, allein von der Gondel her ist Saalbach ein bisschen entspannter, zumindest die Kohlmaisbahn. Die anderen haben auch gar nicht offen. Und es sind noch nicht alle Lines offen. Aber jetzt gerade hat der Panorama-Trail frisch wieder aufgemacht. Der Shaper hat den Schnee weggeräumt. Das heißt, wir fahren jetzt direkt einmal ganz hoch und fahren den wohl schönsten Trail in Saalbach. Ich bin richtig gespannt. Darauf freue ich mich dann entspannt warm. Ich wäre ja am allerliebsten den Hackelberg-Trail gefahren noch, aber der hat leider geschlossen. Und die Bahn, die hochfährt, hat auch nicht mehr offen. Und naja. Aber egal, wir kommen auf jeden Fall ja nochmal wieder und ich bin richtig gespannt auf die Strecken hier in Saalbach. Leogang war halt schon eine harte Nummer, muss ich ehrlich sagen. Und heute auch ganz alleine unterwegs. Die Lia geht gleich wandern und ich gehe alleine biken. Deswegen wieder ganz entspannt, ruhig angehen lassen. Aber es soll hier auch alles halt nicht so krass sein wie Leogang. In my soul got the same on my neck, this bitch. Also der Tarn sagte ja, Hangman 2 ist so wie Flow Country in Winterberg. Ich würde sagen, die Lines hier, Panorama Trail und Blue Line, die ich später noch fahren werde, sind eher so wie ja, Flow Country in Winterberg. Allerdings mit noch ein paar Drops dazwischen. Mehr Kurven auf jeden Fall und viel, viel steiler und Steinfelder und Holzelementen. Also einfach ein bisschen mehr Kram drauf. Vielleicht kann man das sagen, es ist so eine Mischung aus allen Blue Lines in Winterberg zum Beispiel. Ich denke, das wird ganz gut passen. Allerdings natürlich mit einem Panorama, das, ja, da kann Winterberg oder Willingen natürlich einfach gar nicht mithalten. Was hier in den Saalbach-Lines einfach ein bisschen schwieriger ist, ist der Boden an sich. Also klar, es gibt super viele Bremswellen, weil es einfach steil ist und dann alle Leute bremsen. Aber auch, dass einfach viel mehr Steine da sind. Also es ähnelt von der Bodenbeschaffenheit ein bisschen mehr einer Freeride-Line anstatt einer ja, Flow-Line. Auch wenn hier auf der Waldpassage das Panorama nicht die ganze Zeit so bombastisch ist,
ist diese Jumpline einfach mega cool. Also die Sprünge verzeihen einem ziemlich viel und so kam ich auch bei den Sprüngen super gut klar. Oh. Oh. Erste. Geht ab, Leute. Ich mache gerade Pause. Ich muss hier echt regelmäßig Pause machen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin viel schneller platt. Die Strecke, super lang halt, logischerweise. Und richtig schön. Also von dem Trail her macht mir gerade mehr Bock als das Leogang. Leogang alleine hätte ich vielleicht auch gar nicht gemacht. Das wäre so Horror gewesen. Ja, ich hätte es gemacht, weil ich hier gewesen bin, aber dass ich mit ein paar Jungs zusammengefahren bin, ist auf jeden Fall cooler. Aber ich muss echt viele Pausen machen. Aber ich bin ja alleine, ich halte niemanden aus. Ich fahre ganz entspannt in meinem Tempo heute. Das ist auch mal ganz schön. Okay, jetzt weiter. Ich kann was verraten. Immer wenn es gut läuft, ich mich arg konzentriere, vergesse ich zu schlucken. Dann sabber ich mir mal im Fullpace einen rein, ey. Kugelbahn gefunden. Gefühlt bin ich ja ewig. Ich muss das Fenster aufmachen. Es geht. Es geht. Gefühlt bin ich ewig hier hingeradelt. Jetzt fahren wir hier hoch. Gucken uns mal an, was hier so abgeht. Die Blue Line und die Pro Line ist noch hier. Ich denke mal, für die Pro Line habe ich keine Energie mehr. Aber hier steht wahrscheinlich sonst so ein Airbag. Haben die irgendwie fast jeder Park hat diese Airbags? Ja, schauen wir mal. Checken hier die Line noch ab.
Und ich dachte eigentlich, man könnte einfach irgendwie auf die Trails halt angucken gehen. Aber es gibt einfach ganz viele Lifte. Jeder Berg hier hat einen Lift. Und man muss halt irgendwie, wenn der Lift zu hat, hast du halt keine Chance. Da kannst du halt hochtreten. Aber so hoch wie die Berge hier sind, da trittst du halt einfach nicht hoch. Ja. Das ist auch einfach wieder so ein Fall. Das ist Neonema-Blau bei uns. Die heißt auch noch Blue Line. Und du hast halt Steinfelder drin, es ist steil. Ja, das Panorama ist natürlich brutal, ne? Ja, da hinten, ey. Junge. Das Allerschlimmste. Und echt die Bremswelle. Okay. Und hier. Alter. Jetzt würde ich gern schon eine Pause mal wieder anstreben. Oh. Was irgendwie schade ist, ist, dass Österreich die Abfahrten einfach so anstrengend sind, dass ich wirklich nicht den ganzen Tag hier irgendwie fahren könnte oder extrem viel Pause machen muss oder einfach noch extrem viel dafür trainieren muss. Es kann natürlich sein, dass, wenn ich jetzt mit den Jungs hier gewesen wäre, dass ich einfach viel motivierter gewesen wäre und einfach noch ein, zwei Abfahrten mehr gemacht hätte. Allerdings einfach, weil die Abfahrten so lang sind und auch anspruchsvoller sind als zum Beispiel in Willingen, wo die Abfahrten auch lang sind,
ist das Ganze schon eine anstrengende Nummer und gar nicht zu vergleichen mit allem, was wir so in Deutschland haben oder was ich zumindest bisher kennengelernt habe. Da droppt man hier in die Kurve rein. Also für Anfänger stelle ich mir das hier definitiv auch nicht so einfach vor. Also ich finde es schon, auch mit diesen Holzelementen hier, die Steine in den Kurven, auch schon nicht einfach. Alter, wie schnell pilsen denn andere hier lang? Bremsscheibe kann schon mal neu jetzt. Fuck my life. Dann geht's da runter. So, zurück Kohlmaisbahn. Ich glaube, für Energie für die Pro-Line wäre einfach nicht mehr da gewesen. Und die Lia ist noch ein bisschen unterwegs, deswegen fahre ich jetzt noch mal hoch und mache noch eine ganz gemütliche vorletzte Abfahrt. Und ja, ich gebe euch am Ende dieser ganzen Reihe noch mal so ein allgemein Feedback, viele Eindrücke gesammelt, meine Meinung so zu Österreich. Bis gleich oben auf der GoPro. Anstrengend. So Leute, wir sind wieder am Rückweg, also um genau zu sein, sind wir sogar schon am Hotel und ich suche jetzt gerade einen Parkplatz. Ja, Saalbach mal abchecken war auf jeden Fall eine coole Idee, denn ich habe einige Sachen gelernt, wie das hier in Österreich läuft. Oder halt eben nicht läuft. Und das war auf jeden Fall gut fürs nächste Jahr, wenn wir nämlich wiederkommen wollen. Dann wissen wir, wie es besser laufen kann. Und ja, leider waren nicht so viele Lines offen. Extrem anstrengend, die Dinger, muss ich auch dazu sagen. Nicht so einfach. Und wisst ihr, was auch gar nicht so einfach ist? Hier einparken und gleichzeitig mit euch labern. Ich glaube, ich suche mal einen besseren Parkplatz und melde mich dann morgen nochmal bei euch im Verabschiedungsvideo sozusagen. Da werde ich dann schon zu Hause sein und gebe euch einfach mal so ein allgemeines Feedback zum Thema Österreich, wie mir das gefallen hat, wie ich es anders machen würde, wie das für Anfänger bzw. Leute, die noch nicht lange Mountainbike fahren, sich anfühlt und so weiter und so fort. Also abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Wir sehen uns morgen im letzten Feedback-Video. Macht's gut.